Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, vierter Teil, Konjunktion Merkur, Jupiter im vierten Haus, im Wassermann, großes Wissen kommt an die Oberfläche, es tut sich unglaublich viel. Der eingeschlossene Herrscher des dritten Hauses, Saturn, bildet ein festes Quadrat zu Uranus im siebenten Haus. Wer ist der Uranus? Uranus ist der Herrscher des vierten Hauses und Saturn-Uranus-Aspekte beschreiben immer wieder Revolutionen, Umbrüche, rasante Geschichten. Und hier ist der Saturn eben jener hartnäckige Faktor, der sozusagen im vierten Haus, im Bereich der Bevölkerung, aus dem dritten Haus kommt. Ja. Also das heißt, das hartnäckige Wissen, was eingeschlossen ist, was unterschwellig unter der Hand weiterverbreitet wird, das kann man nicht mehr stoppen. Ja. Und die Bevölkerung ist tatsächlich außer sich. Außer sich. Und mit dem Mond im Widder kommt natürlich auch die Wut dazu, weil der Mond steht auch immer für die Bevölkerung. Wir haben hier im fünften Haus den Neptun als Herrscher von 5 in 5, eine starke Position, aber das Wachstum mit Neptun ist ja bestenfalls, der nächste 5-Jahres-Plan sieht ein Wachstum der Wirtschaft um 390% vor. Ja, in den Statistiken ist das Wachstum real, also in den Statistiken existiert es. Ja. Der reale Sozialismus war ja wirklich nur auf der Wahrheit aufgebaut und wir erinnern uns an die 5-Jahres-Pläne in der UdSSR. Jeder Kombinatsdirektor, also jeder leitende Volksgenosse, Präsident oder Direktor hat natürlich die Statistiken nicht gefälscht. Also das wurde dort nie gemacht. Also wir wissen das und daher kamen in Moskau auch nur die realen Zahlen an. Es hat dann halt eben für Jahre keine Schuhe gegeben, aber das sind Feinheiten oder Ersatzteile für Traktoren hat es dann wieder in 20 Jahren gegeben, aber das macht nichts. In den 5-Jahres-Plänen waren immer die korrekten Zahlen eingetragen und das ist gut so. Wir haben, ja, wie schon gesagt, Merkur als Herrscher des 9. Hauses und als Herrscher des 11. Hauses. Das heißt, im Bereich der Bevölkerung kommt das 11. Haus zu Gruppenbildungen. Und diese Gruppenbildungen hängen mit höherem Wissen zusammen. Es kann auch sein, dass das Wissen aus dem Ausland kommt. Es kann auch durchaus sein, dass sich die Bevölkerung zum Beispiel über die Gesetzeslage informiert. Wäre nicht uninteressant, weil der Herrscher des 3. Hauses, Jupiter, interessant, gell? Der Jupiter als Herrscher, als natürlicher Herrscher von 9 in 3 und der Merkur als natürlicher Herrscher des 3. Hauses in 9. Also ganz tolle Verbindungen, ganz tolle Verknüpfungen. Und hier steht der Jupiter eben für das 3. Haus, für die Kommunikation, den Austausch, die Informationen. Ja, natürlich auch für Handel, Wirtschaft, Industrie und so weiter. Aber ich sehe jetzt hier nicht den Zusammenhang Herrscher von 3 in 4. Wenn ich das jetzt Handel und Wirtschaft betrachte, würde das bedeuten, dass die sich jetzt auf ihre Grundaufgaben zurückziehen, also das heißt reduce to the maximum, also das heißt gesund schrumpfen auf Wienerisch gesagt. Also das heißt, das würde ich so interpretieren, aber für mich geht es hier in erster Linie um die Bevölkerung und hier tut sich wirklich sehr, sehr viel. Was mir nicht so gut gefällt, ist eben die Venus als Herrscherin des 8. Hauses, aber sehen wir das Negative positiv. Innerhalb der Bevölkerung große Transformationsprozesse, große Aufklärungsprozesse und man beschäftigt sich mit tieferen Themen. 9 Planeten auf der rechten Hemisphäre, das heißt, die Menschen halten mehr zusammen, man hilft einander. Wir machen hier einen grandiosen kollektiven Entwicklungsprozess durch. Worum geht es letztendlich? Es geht hier um das Aufdecken der großen, großen, großen Verschwörung, die wir hier seit Hunderttausenden Jahren laufen haben. Unsere Spezies, der Homo consumans debilis, wurde vor ungefähr 300.000 Jahren laut Zecharia Sitchin geklont. Und wir wissen nicht, was hier abspielt. Wir kennen, die meisten wissen nicht, dass wir sozusagen die Oberflächenbewohner sind, aber dass in der Erde drinnen über 15 verschiedene kosmische Rassen leben und einige davon sind uns nicht sehr wohlgesonnen und verwenden uns seit Hunderttausenden Jahren und unsere Vorgängerspezies seit Millionen Jahren als Nahrung, sowohl grobstofflich als auch feinstofflich. Die feinstoffliche Geschichte bedeutet, immer wenn wir uns über etwas aufregen, ärgern, traurig sind, wenn wir in Emotionen gehen, dann geben wir den Archons
Lebensenergie, wie es im Film Matrix Teil 1 so schön dargestellt wurde. Immer bedenken, was ist denn eine der höchsten Tugenden im Schamanismus oder im fernöstlichen Wissen? Gleichmut. Was bedeutet Gleichmut? Gleichmut bedeutet, mein Gott, soll sein, wie es ist so, wie es ist, aber ich lasse mich dadurch jetzt nicht emotional total verzerren oder zerreißen oder springe in die tiefsten Emotionen. Gleichmut, Gelassenheit, einfach die Dinge nehmen, so, ja, sollen sie machen, was sie wollen. Und was jetzt läuft, The Great Reset, ist auch die größte Aktion, welche der Satanismus jemals gestartet hat. Ja? Größer als alle Glaubensorganisationen zusammen. Natürlich, die Glaubensorganisationen sind Satanismus, also ist gleich. Ja? Religionen ist gleich Satanismus. Eine ganz einfache Gleichung. Warum? Weil es bei den Religionen immer um Mass-Mind-Control ging, weil es bei den Religionen immer darum ging, an uns herumzukritisieren, herumzumeckern, bei dir stimmt was nicht, ihr seid nicht perfekt, ihr seid nicht gut, ihr seid nicht richtig, weil das einige Dämonen, die uns dann als Götter präsentiert wurden, so wollten. Du bist perfekt, alles hier ist perfekt. Alles hier ist großartig. Alles hier ist gut, so wie es ist. Nur die Satanisten sagen, nein, es muss mehr, es muss weiter, es muss anders, es muss Krieg, es muss jeden möglichen Schwachsinn, nur es muss sie immer was tun. Und das wahrhaft kosmisch-göttliche bedeutet Ruhe, Harmonie, Frieden und Stille. Und alles das, alle satanischen Probleme haben wir dem Mond zu verdanken, der hier erst diese Matrix ermöglicht hat. Aber kann man glauben oder nicht, das ist halt meine persönliche Einstellung. Abschließend, bitte bleibt gelassen, bleibt in Ruhe und Harmonie. Ich weiß, die Intelligenten laufen auf die Straßen, um sich blutige Nasen zu holen, aber die noch Intelligenteren bleiben in der Mitte, in der Ruhe und unterstützen ihre kleinen Brüder und Schwestern vom Sofa aus mit guten Energien, weil das werden sie brauchen können. Unabhängig von irgendwelchen sogenannten, von den Satanisten natürlich selbst organisierten Demonstrationen, nona net, ja, unabhängig davon geht alles gut. Es geht alles für uns gut. Letztendlich, wir sind Seelen, wir sind keine Menschen und wir stammen auch nicht von diesem Planeten Erde. Es tut mir leid, wenn ich das so direkt ausspreche, aber ist egal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag, einen sonnigen Sonntag und die Wunder der 666 Klimademonstrationen spüren wir jetzt jeden Tag. Es ist endlich kälter geworden. Jetzt haben sie ihren Erfolg und ich finde das auch großartig, dass die Jugend wieder bereit ist, so richtig zu frieren und auf alles zu verzichten. Vorbildlich eigentlich. Alles Liebe, euer Astrowolf. Ende.